Sind wir wieder zurück und zu einem weiteren Part. Gut, wollen wir schon in die WCR starten, WSR, oder wollen wir noch die vorigen fahren? Ich glaube, wir fahren mal die vorigen noch. Wir wollen uns ja noch ein kleines bisschen Leute dazu holen. Welches Auto nehmen wir denn? In diesem Fall heute. Entscheidung. Allrad, deswegen konnte der auch nicht so gut driften. Aber wieso verpasst man ein GTI? Allrad. Nimm lieber einen Heckantrieb. Paris ist eng und gespickt mit aggressiven Haarnadeln. Jedes Manöver will gut überlegt sein. Das ist Lorenzo Vela, der Starfahrer von Elimination. Bleib so dicht wie möglich an ihm dran. Er wird fertig gemacht. Elimination schreckt nicht vor Kollisionen zurück. Sei also aggressiv, wenn es sein muss. Und du warst es nicht. Gut so. Geil, wäre nicht schlecht, jetzt schon auszugehen. Komischerweise sind die alle hier mehr. Wenn die mehr Runden spielen als ich. Fahrer ist ausgeschieden. Konzentrier dich, du musst nur noch 4 Fahrer besiegen. Top 4 ist gut. Top 3 ist aber besser. Push weiter. Top-3-Platzierung ist dir sicher, aber jetzt fahr auf Sieg. Ich hoffe, den nicht mehr raus. Das wird ganz gut. Klasse Leistung. Noch ein Fahrer, dann hast du den Sieg. Scheiße. Das ist nicht möglich. Wie der fährt. Der mehr PS macht. Den kannst du hinten machen. Das ist unmöglich. Also das war gerade ein Rennen. Ne, Leute. Das müssen wir dann noch machen. Gar kein schlechtes Resultat. Elimination wird die WSR ab heute garantiert ernst nehmen. Zweiter Platz.
Teams von Elimination werden schwer zu überholen sein. Greif also schon früh an. Und noch einer ist raus. Fahrer im Rennen. Zeig's ihnen. Schon da. Wenn noch einer rausfliegt, bist du in den Top 3. Zwei Gegner trennen dich vom Sieg. Nur noch ein Gegner ist übrig. Du kannst es schaffen. Hol dir den Sieg. Jawohl, ey. Das war ein Rennen, ey. In ihrer Paradedisziplin besiegt zu werden, muss ein schwerer Schlag für Elimination sein. Sie denken jetzt sicher an... An was wohl, hä? An Traurigkeit und Einsamkeit. Gutes Rennen. Du bist von Eurorand eingeladen worden. Sie haben Fans in ganz Europa und wären dadurch perfekt für die WSR. Versuch, ihr Interesse zu wecken. Ich will nochmal den Golf fahren. Wieso hat er gerade mit dem Golf so abgezogen? Jetzt nehme ich den Golf und jetzt ist der Subaru beispielsweise der schnellste. Kurvengeschwindigkeit ist hier der Schlüssel zum Sieg. Konzentrier dich auf die optimalen Bremspunkte. Sei wachsam und behalt ihn im Auge. Er ist heute dein Hauptkonkurrent. Das ist Platz 3. Das ist schön.
Katastrophen ist im Zeitraum, weil er einfach das nicht schießt. Zwei Runden noch. Gerade die schnellste Runde gefahren. Bleib ehrlich, hart, knallhart dran. Aber wir haben's. Fantastisch! Erster Platz! Weiter so! Das war soweit schon mal nicht schlecht. Immer so rund 20.000 Fans mehr. Das ist gut. Wir haben genug Anhänger gewonnen, um die WSR in Europa veranstalten zu können. Nicht schlecht für die zweite Saison. Jetzt müssen wir unser Angebot richtig präsentieren. Dann mal sehen. Auf in den nächsten Part. Wir sehen uns später. Bis denn.